Mittlerweile in den Kinos wurde Mission Impossible Fallout bereits der 6. Film der Mission Impossible Reihe auf die Leinwände projiziert und wir wissen, was das für die Zuschauer bedeutet. Mal wieder sehr viel Action und natürlich viele krasse Stunts. Gefühlt werden die Wege für Tom Cruise aka Ethan Hunt vom Film zu Film immer länger und vor allem von außen betrachtet immer unfassbarer. Und da Mr. Cruise bekanntlich die meisten Stunts am liebsten selber übernimmt, zeigen wir euch 4 dieser waghalsigen Aktionen. Bereit? Bereit! Da fangen wir doch mal direkt mit einem übertrieben krassen Stunt aus dem neuesten Teil an, nämlich Mission Impossible Fallout. Es gibt eine Szene, in der Ethan Hunt unbemerkt aus einem Flugzeug über Frankreich abspringen muss. Der Twist bei der ganzen Sache? Hunt darf auf gar keinen Fall auf dem Radar erfasst werden, weshalb er seinen Fallschirm erst ab einer gewissen Höhe aufmachen darf. Konkret hieß das, Tom Cruise wird als erster Schauspieler den sogenannten Halo-Sprung durchführen. Halo steht in diesem Fall für High Altitude, Low Opening. Er muss von einer Höhe von fast 8000 Metern, also fast so hoch wie der Mount Everest springen, aber darf den Fallschirm erst bei einer Höhe von 600 Metern aktivieren. Das wäre circa die 1,5-fache Höhe des Berliner Fernsehturms. Und dieser Sprung braucht natürlich unglaublich viel Vorbereitung. Zuerst mussten natürlich alle Beteiligten auf die Bedingungen bei so einem Sprung vorbereitet und ausgerüstet sein. Deshalb wurden extra Helme angefertigt, die den Menschen sowohl mit Sauerstoff versorgen, aber auch vor dem krassen Wind schützen, der dir mit ein paar Sachen ordentlich ins Gesicht peitscht. Außerdem musste dieser Sprung ja irgendwie erstmal geprobt werden, bevor man sich einfach ins Flugzeug setzt und irgendwie rausspringt. Dafür wurde ein unglaublich riesiger Windkanal gebaut, in dem sich die Beteiligten besser an die Bedingungen gewöhnen konnten. Aber es geht weiter. Bevor Cruise überhaupt aufs Flugzeug kann, muss er am Boden erstmal 20 Minuten reinen Sauerstoff einatmen, damit er beim Sprung keine Probleme mit seiner Lunge bekommt. Und erst dann kommen wir zum Sprung. Nach all diesen Vorbereitungen ist dieser Sprung immer noch alles andere als einfach, denn es gibt 2 Probleme. Spring mal aus einem Flugzeug, das mit über 300 km/h fliegt und lande erstmal perfekt im Bild des Kameramanns, der auch gerade aus demselben Flugzeug gesprungen ist. Noch nicht schwer genug? Okay, einen habe ich noch. Die Lichtverhältnisse sorgten dafür, dass es in den 24 Stunden eines Tages genau 3 relevante Minuten gab, von denen man das Bildmaterial hätte verwenden können. Das heißt, der Sprung muss zu genau dieser ganz kurzen Tageszeit passieren. Das Resultat? Mehr als 100 Sprünge. Erinnert mich noch daran, wie ihr als Kind auf Bäume geklettert seid und wie es sich angefühlt hat, so weit oben in der Luft zu sein? Streng genommen mache ich das manchmal immer noch, aber... Naja, Tom Cruise kann da eher nur müde lächeln. Denn wo dieser Typ rumgeklettert ist, haben die meisten von uns wahrscheinlich nicht mal Urlaub gemacht. Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, die Menschen am Set von Mission Impossible sind ein bisschen verrückt. Ein bisschen sehr verrückt. Auf einer Höhe von ca. 520 Metern, also wieder mal eine Höhe, die weitaus höher ist als die des Berliner Fernsehturms, lassen die einen Schauspieler an den Wänden des höchsten Gebäudes rumkrabbeln. Was geht denn bei euch? Tom Cruise hat aber anscheinend weniger ein Problem damit, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich meine, ja, er war gesichert, aber wie viel Bock hätte man denn bitte, so einen Sprung zu machen? Schon nicht so Bock. Ich bin zwar auch schon mal für einen Stunt einer unserer Kurzfilme gesichert aus dem 4. Stock gesprungen und ab einer gewissen Höhe macht es wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr. Aber komm schon, Mann. Das hier ist Next Level Shit. Auch wenn Tom Cruise sich vorher vorbereiten konnte, vor Ort ist es nochmal was anderes. Vertraut mir. Schon allein der Wind, der dort oben herrscht, ist eine Herausforderung für sich. Um diesen Dreh durchzuführen, besorgte sich Cruise einen Coach, mit dem er sich einen Monat lang täglich für 1 bis 3 Stunden traf, um das Klettern zu üben. Dafür ließ Paramount Pictures die benötigte Übungsklettereinrichtung errichten, damit Cruise sich optimal darauf vorbereiten konnte. Und sein Coach beschreibt Cruise in einem Interview als absolut gewillt zu lernen, wobei, naja, ich wäre auch extrem gewillt zu lernen, wenn ich so einen Stunt machen muss, weil ich will nicht unbedingt was falsch machen. Das wäre das Gegenteil von gut. Dann wäre da noch dieser legendäre Stunt aus Mission Impossible Rogue Nation. Schon mal vorab, Cruise sagte über diesen Stunt, dass er bereits sehr viele gefährliche Stunts gemacht hat, aber dieser definitiv der gefährlichste war und er seinen Shot nicht nochmal machen wird. Okay, das muss wirklich intens gewesen sein, wenn dieser Typ schon sagt, nee, lass mal, muss nicht nochmal sein. Zur Szene. Hunt rennt über einen Flugplatz, weil er unbedingt in dieses Flugzeug rein muss, welches schon gestartet ist. Und ich mache mir Sorgen, wenn ich nicht schon eine Stunde vor Abflug am Flughafen bin. Auf jeden Fall springt er dann aufs Flugzeug und hält sich an der Tür am Hinterteil des Flugzeuges fest. Und dann hebt das Flugzeug mit ihm ab. Okay, die Sache ist eigentlich schon ziemlich crazy genug, aber überlegen wir uns doch mal die Risiken für den Schauspieler. Ach so, ja, er könnte sterben. Es stimmt, Cruise ist mit einem Seil und einem Gurt befestigt, das heißt, im besten Fall fällt er nicht vom Flugzeug. Aber es gibt noch ganz andere Faktoren. Vögel, Schutt, Partikeln und
und Abgase des Flugzeuges sind alles Gefahren für den Schauspieler. Die Umgebung musste, soweit es ging, vogelfrei gemacht werden, was sich irgendwie ziemlich merkwürdig anhört. Aber damit Cruise bei dem starken Wind und den Abgasen überhaupt seine Augen offen halten konnte, bekam er ganz spezielle Kontaktlinsen. An sowas denkt man als Zuschauer gar nicht. Einmal wurde Tom von etwas getroffen, was er als kleiner als ein Fingernagel beschrieb, und trotzdem hat es ihm fast die Rippen gebrochen. Außerdem wurde sein Körper beim Ansetzen zum Flugzeug immer extrem gegen das Flugzeug geschleudert. And the force of that wind, I mean, it's, you see, I'm trying desperately to keep my feet on the flooring there. Naja, immerhin musste er diesen Shot nur einmal machen. Achso, meinte ich einmal, ich meinte achtmal. Einer der für mich persönlich beeindruckendsten Momente von Mr. Cruise kommt auch aus dem Film Rogue Nation, und da geht's nämlich um Toms Tauchskills. In dem Film muss Hunt, um an einen bestimmten USB-Stick ranzukommen, in eine Art Wasserkraftwerk einbrechen. Aber das funktioniert irgendwie nicht so ganz wie ein normaler Einbruch. Nicht das übliche Türen aufbrechen oder durch Fenster springen oder sowas, oh nein. Nein, das Ganze sieht so aus. Ah, okay, nice. Taucherbrille auf und rein ins Vergnügen. Wer hätte da nicht Bock drauf? Nein, Spaß, das ist übertrieben krank. Ach ja, und bevor ich es vergesse, man darf übrigens auch einfach mal keine metallischen Gegenstände mit reinnehmen. Und deswegen darf er einfach mal keine Taucherausrüstung dabei haben. Schade. Ist ja nicht so, als ob man die braucht oder so. Also nochmal, dieser Typ ist unter Wasser und komplett ohne Unterstützung. Und das for real. Dafür hat Cruise auf jeden Fall auch sehr hart trainiert, und zwar mit Freitauchern. Das sind übrigens Menschen, die einfach mal bis zu 60 Meter tief tauchen können, ohne Ausrüstung. Wie geht sowas? Um also die Luft so lange wie möglich anhalten zu können, trainierte er und riskierte dabei sein Leben. Mal wieder. Er musste unter anderem Techniken erlernen, die ihm zum Beispiel verhalfen, seinen Puls zu verlangsamen, und trainierte an so vielen verschiedenen Orten, bis er es endlich schaffte, auf ganze 40 Meter Tiefe zu tauchen. 40 Meter! Ihr kennt den 10 Meter Turm aus dem Schwimmbad? Genau. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Goddamn. Der Unterschied zu den Freitauchern ist aber, dass Cruise sich währenddessen die ganze Zeit bewegen muss, während Freitaucher sich eher in einer Art meditativen Zustand befinden. Durch die ganze Bewegung wird nämlich mehr Sauerstoff verbrannt, und das macht die Sache natürlich um einiges schwieriger. Tom Cruise selbst hat gesagt, dass er sich von diesen Aufnahmen bisher am längsten erholen musste. Es brauchte nämlich einfach mal ganze 2 Wochen, um diese Szene zu drehen, und sein Stunt-Coordinator soll sogar dem Business Insider gesagt haben, dass Cruise bis zu 6 Minuten unter Wasser gewesen sein soll. 6 Minuten? Respekt. Respekt. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, und hinterlasst gerne ein Like da, falls euch dieses Video gefallen hat. Auf diesem Kanal wird es noch mehr von uns zu sehen geben. Falls ihr das also nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, und checkt doch mal die neue Tinsel-App ab. Die soll ziemlich cool sein, habe ich gehört.